Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, es gibt so einige Sachen, was mir so durch den Kopf gehen im Fall Clemens Arai, weil es gibt so viele ungeklärte Fragen zu seinem Todesfall, sage ich jetzt mal. Ja, also die Überlegung ist halt immer wieder so, wie ist er denn überhaupt da zum Türkensturz hingekommen? Ist er mit seinem Auto gefahren? Ist er bei jemand mitgefahren? Hat er dort in der Nähe vielleicht irgendwo übernachtet und ist dann da hochgegangen? Apropos hochgehen, muss ich ja gleich mal noch dazu sagen, so, es wird ja auch behauptet, dass er, ja, Depressionen hätte und ein Mensch, wo Depressionen hat, der nimmt garantiert keine einstündige Autofahrt von Graz zum Türkensturz in Kauf, um dann noch, weiß nicht, eine Stunde da hochzulaufen und sich dann da oben runterzuschmeißen. Also, nee. Als Depressiver hast du nicht mal die Kraft, einkaufen zu gehen, ja. Also wenn da nicht jemand hast, wo dich da unterstützt und mal für dich einkaufen gehst, dann hast du echt verloren. Da ist dir alles zu viel. Du hast gar keine Energie für irgendwas anderes. Okay. Das mal so nebenher. Dann bleibt auch immer noch die Frage offen, was ist eigentlich mit seinem Handy? Ja, davon hört man überhaupt nichts. Ja, wurde das gefunden oder liegt es noch am Türkensturz? Mit wem hatte er denn da zuletzt Kontakt? Was weiß ich, über WhatsApp oder telefonisch? Warum wurde das nicht ausgewertet? Warum hört man darüber nichts? Und es wurde ja auch immer wieder behauptet, dass immer noch Ermittlungen laufen. Ja. Aber es wurde ja als Suizid verbreitet. Und das könnt ihr in Google nachlesen. Bei Suizid wird nicht ermittelt. Das ist nun mal einfach so. Ja, da muss der Staatsanwalt sagen, ja, das kommt mir jetzt irgendwie ein bisschen komisch vor, das sollte man vielleicht doch nochmal nachschauen. Da müsste man nochmal neue Ermittlungen anstreben. Aber der hat ja das gleich, ja, als Suizid zu den Akten gelegt und dementsprechend wird er halt auch nicht ermittelt. So. Dann, was ist mit seinem Rucksack? Was ist mit diesem angeblichen Abschiedsbrief, diesem zerknüllten Zettel, wo wohl drauf stand, sie machen mich fertig? Also, Clemens ist Buchautor. Der hätte bestimmt ein bisschen mehr geschrieben, wie nur das. Und vor allem hätte er vielleicht auch noch an seine Hinterbliebenen ein paar Worte gerichtet, ja, vor allem an seinem Sohn. Ja, weil sein Sohn, das war das Wichtigste für ihn. Genauso die Frage, wer hat ihn denn jetzt eigentlich wirklich gefunden? Am Anfang hieß es, ein Wanderer hätte ihn gefunden. Dann später hieß es, ja, irgendeine Kräuterfrau hätte ihn gefunden. Wer hat denn jetzt die Polizei gerufen? Wer hat den Bergungsdienst, benachrichtigt? Und woher weiß man überhaupt genau, dass das der Clemens war? Denn seiner Familie wurde ja abgeraten, ihn zu identifizieren,
weil er ja angeblich so entstellt gewesen sein soll von dem Sturz. Das ist auch so eine offene Frage. Hatte er irgendwie einen Ausweis dabei? War der in seinem Rucksack oder hatte der den in der Hosentasche? Man weiß es nicht. Und Clemens hätte bestimmt auch andere Methoden gewusst, um den Freitod zu wählen. Ja, er war ja Biologe und er hatte da fachliches Wissen. Also das zum einen und zum anderen hätte er bestimmt nicht gewollt, dass ihn irgendjemand so zerschmettert da unten findet. Ich meine, stellt euch mal das vor, er geht da wandern so und auf einmal liegt da so ein zerschmetterter Körper. Also, ich könnte bestimmt erstmal nicht mehr schlafen. Mir täte es gar nicht mehr aus dem Kopf gehen. Ja, das ist ja furchtbar, wenn so einen zerschmetterten Mensch findest. Und waren da eventuell vielleicht noch andere Sachen im Rucksack? Ja, ich meine, das ist schon ein, zwei Stunden ist man da unterwegs. Ja, erstmal mit einem Auto und dann da hochkraxeln. Und wenn man wandern gehen will, dann nimmt man vielleicht auch noch ein bisschen Proviant mit. Aber davon hört man auch nichts. Ja, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass er einfach nur seinen Rucksack geschnappt hat, den Zettel da reingemacht hat, den da oben hingelegt hat und dann da runtergehopft ist. Also ich kann das nicht glauben. Ach, und da fällt mir noch was ein, weil es ja hieß, ja, weil er da Medikamente abgesetzt haben soll. Weil er ja in dieser, im Krankenhaus, in dieser psychiatrischen Einrichtung war, hätte er da ja Medikamente bekommen. Ja, und weil er die abgesetzt hätte, wäre er wieder in Depressionen verfallen und das wäre der Auslöser gewesen. Aber habt ihr schon mal was von einem Medikamentenspiegel gehört? Also, es gibt Medikamente, auf die muss man eingestellt werden. Ja, zum Beispiel bei Thrombose. Da kriegst du ja Blutverdünner. Oder wenn du epileptische Anfälle hast, dann kriegst du auch ein Medikament dafür. Da wirst du aber auch drauf eingestellt. Ja, das wird ja extra für dich zugeschnitten sozusagen. Und bis dieser Medikamentenspiegel erreicht ist, vergehen 3 bis 4 Wochen, bis man diesen Medikamentenspiegel hat. Also kann das nicht sein, dass das davon gekommen ist, dass er die Medikamente abgesetzt hätte. Das ist auch mal noch so ein ganz wichtiger Punkt. Den sollte man berücksichtigen. Ja, das sind halt alles so Fragen, wo die Menschen der Öffentlichkeit ein Recht drauf haben, dass die beantwortet werden. Warum werden die nicht beantwortet? Warum werden die, ja, einfach ignoriert? Also man könnte schon meinen, ja, da soll was vertuscht werden. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr vielleicht noch für Fragen habt, was ihr vielleicht noch ungewöhnlich findet an diesem ganzen Fall. Das war's jetzt erstmal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir doch ein Like und ein Abo, das würde mich sehr freuen und ist für euch absolut kostenfrei.
und meine Videos werden öfters vorgeschlagen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!